So, jetzt habe ich mich mal mit Pandora ein bisschen auseinandergesetzt und habe gesehen, das ist ein neues Gebiet. Ich habe irgendwie gedacht, hey, ich würde sagen, gucken wir einfach mal. Ich denke mal, wir sammeln erst das Cash, die Truhen, das kommt jetzt alles automatisch. Ich muss halt gucken, welche Aufgabe wir da machen. Das seht ihr dann im Titel, weil ich denke mal, dass wir ziemlich viel gleichzeitig hinkriegen. So, dafür gehen wir am besten. Ja, in welchem Modus? Ja, ich würde sagen, gehen wir trotzdem Arena. So. Und wie gesagt, wenn ich euch irgendwie helfen kann mit den Videos, lasst mir gerne mal ein Abo da. Ein Like wäre natürlich auch nicht schlecht. Oder schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ihr eigentlich das Ganze findet, wie ich das so mache. Auch mit dem PaySafe-Code unten, den ihr jederzeit knacken könnt. Wie gesagt, ich habe immer vor, dass da ein PaySafe-Code ist. Und klar, am Anfang bezahle ich drauf, brauchen wir nicht drüber reden, ich verdiene an den Videos 0,0. Gespendet wird ja leider auch nichts. Kleine Andeutung am Rande, na Quatsch. Aber wie gesagt, unten stehen jetzt 8 Zahlen. Ich habe ja gesagt, alle 10 Abonnenten gibt es eine Zahl. Leider hatten wir die 80, weil einer ein bisschen da rumgesponnen hat und mal gerade 20 Abos rausgehauen hat, die aber wieder zurückgezogen hat. Deshalb die 9. Zahl gibt es leider erst ab 90 Abonnenten. Aber ich denke mal, wenn das so weitergeht, kriegen wir das auch schnell auf die Reihe. So, dann gucken wir jetzt mal rein. Also ich habe es eben nur ganz kurz gesehen, ist wohl so ein bisschen im... Ach, wie heißt das Spiel nochmal? Vor allem, wo ist denn hier die Zone? Ja. Ist die hier unten? Ich weiß jetzt nicht, ist sie da oder da? Ich springe einfach mal raus und guck. Ah doch, ich glaube da unten. Das habe ich nämlich eben jetzt nicht geguckt. Ah doch, hier unten. Sieht man ja schon, oder? Ich meine ja. Ja, hier unten hat sich verändert. Die ganze Gegend hier hat sich verändert. So, hier ist safe die Hölle los. Ich guck schon, ob wir irgendwo eine einfache Kiste sehen. Oh je, das gibt direkt ein wildes Geballer. Safe. Vor allem erste Landung hier. Keine Ahnung, wo hier irgendwas ist. Ja, die Waffe ist natürlich schon. Mensch! Meine Fresse, ey! Wieso habe ich Schild erhalten? Er hält mir hier Schild automatisch? Gucken, ob ich den Kill bekomme. Natürlich Pump. Mann, Bob der Baumeister. Keine Munition mehr. Jupp, das war's. Das war's in dem Fall komplett. Also Schild lädt sich anscheinend automatisch auf. So, ja, scheint so. Oder habe ich das bekommen wegen dem Kill? Ich bin mir jetzt gerade absolut nicht sicher, aber das kann auch sein wegen dem Kill. Aber wir gehen einfach mal direkt in die nächste Runde rein. Meins mal 2 Runden und dann gucke ich einfach mal. Dun. Aber Cash haben wir jetzt keins bekommen. Einen Kill haben wir gemacht. So, gucken wir nochmal schnell in die Aufgaben rein. Falsche Aufgabe. Ah doch, Cash haben wir bekommen, Kill haben wir auch gemacht, Truhe haben wir auch geöffnet, Schild haben wir auch bekommen. Dann würde ich sagen, landen wir noch mal da. Zack, zack, zack.
kriegen wir die Aufgaben vielleicht schon so hin. Die einfachen Aufgaben mit der Truhe und hat man nicht gesehen. Und bei den restlichen muss ich dann halt einfach mal gucken, wie die zu lösen sind. Ja, ich denke mal, Kiste aufmachen ist klar. Und Kill machen ist auch klar. Aber die anderen, da muss ich halt echt mal gucken. Mit dem Leben, es kann sein, dass es automatisch Leben gibt. Oder aber, war das hier nicht, man kann die Aufgaben ändern. Also, ne, wir sind nicht bereit, die Welt. Früher konnte man doch hier die Aufgaben ändern. Herausforderung. Ah, siehst du. Cash gibt es in den Truhen. Eliminieren ist auch klar. 7 Truhen auch. Und Schilde laden sich ja automatisch auf, anscheinend. Oder halt durch den Kill. Aber ich kriege hier keine 214 Leben durch den Kill. Din, 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 din. So, landen wir einfach direkt nochmal da. Aber es ist natürlich klar, dass ich dann da lande. Wenn die Zone immer auch. Also nicht die Zone, sondern der Bus da anfängt. Vor allem, wie weit geht die Koppel? Dun, dun, dun. Ich weiß nicht, geht die bis da hinten hin? Müsste eigentlich, oder? Ja, dann gehen wir nämlich mal da hin. Dann haben wir nämlich schon mal so weit, oder wir gehen dahin. Ich glaube, ich gehe hier hin. Dun, dun, dun. Aber dieser Comic-Stil ist schon geil. Also die Schilde laden sich anscheinend automatisch schon mal auf. So, Schild haben wir automatisch voll. Da wieder der eigene Charakter im Weg. Ja, steht auch direkt vor mir. Was ist das denn hier für eine Kacke, ey? Er steht quasi in mir. Das ist doch ein. Aber die Schilde laden sich automatisch anscheinend auf. Da wieder. Er hat nämlich einen 50er Trank genommen. Was ist das denn für eine Gegend? Ich würde sagen, probieren wir es einfach direkt nochmal. Also irgendwie ein bisschen komisch. Also die Schilde laden sich anscheinend automatisch auf. So. Wenn diese Ladebildschirme wären, obwohl ich finde, am PC geht es eigentlich noch. Am PC ist es echt noch entspannt. So, wir haben jetzt 3x Cash gesammelt. Eliminiert leider keinen, weil ich es verkackt habe. 2 Truhen durchsucht und Schilder haben wir gleichwohl schon fertig. Also wie gesagt, die Schilde laden sich definitiv von alleine auf. Wenn irgendeiner verstanden hat, warum die sich aufladen, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Also irgendwie, weil ich selbst verstehe es nicht. Aber Schild lädt sich definitiv von alleine auf, weil der Gegner eben, der hatte 23 Blue Life noch, hat den Trank genommen, hatte dann natürlich 73, aber 2 Sekunden später hatte der schon 100 voll. Ja, die Zonen fliegen natürlich jetzt nur noch in dem Bereich. Immer so, dass die Zone hier auch vorbeikommt. Ich denke, die wird jetzt erstmal die nächsten 3 Tage nicht mehr so laufen. Oder so. Nur noch von hier unten so schräg oder von so. Dass man ja immer schön in die neue Zone. Also optisch gefällt sie mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ihr sie findet, aber wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben. Würde mich halt echt mal interessieren. Also schlecht sieht es nicht aus, aber das mit dem Leben und dem Schild, das irritiert mich ein bisschen. Weil an der Arena liegt es ja nicht, da kriegst du ja kein automatisches Schild.
So, gucken wir jetzt noch mal. Mal drauf achten. Weil ich wollte eben auch den Schildtrank nehmen. Ich hatte voll. Aber warum das so ist, verstehe ich selber nicht. Also wenn ihr da mehr wisst als ich, gerne in die Kommentare reinschreiben. So, jetzt weiß ich nicht, ist hier oben. Oh Gott. Ja klar, alle fliegen sie erstmal ins neue Gebiet. So, jetzt sind wir im Gebiet drin. Ah, siehst du, Schild lädt schon alleine auf. Das ist schon mal gut zu wissen. Geh doch da rein, Mann. So, Cash haben wir auch schon wieder bekommen. Ich finde es hier trotzdem ein bisschen verwirrend. Ganz ehrlich. Das gibt's doch nicht, dass ich hier nur am Verrecken bin. Also wie gesagt, die Aufgabe mit den Schilden mehr haben wir wohl gemacht. Also einfach nur in der Zone sein und man kriegt automatisch Schild. 15er. Krass. Also ganz ehrlich, das finde ich ein bisschen heftig mit dem Schild. Also das sollten sie eigentlich so schnell wie möglich wieder rauspatchen. So, wenn ich euch schon mal helfen konnte, was die Schilde betrifft, wie gesagt, gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen, einen Kommentar da lassen. Wie gesagt, schreibt mal hin, wie ihr das Ganze findet. In dem Sinne würde ich sagen, gucken wir mal gerade, was wir bekommen, weil die Aufgabe müssten wir eigentlich geschafft haben. Ja, er sagt mal nichts. Ne, uns fehlen noch 83 Schild. Aber die werden dann in der nächsten Runde kommen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Lasst gerne ein Abo da. In dem Sinne, bis dann.